Hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Gestrandet. Wir bauen heute nicht an unserem Haus weiter, sondern an einem Bahnhof. Da soll zumindest mal einer werden. Mit dabei sind die Basti-Zwillinge. Okay, wir sind keine Zwillinge, aber heißen beide Basti. Hallo. Und der Schwindelqualle. Hallo. So, und wie ihr seht, hier wird schon fleißig gewerkelt. Ausnahmsweise mal, weil normalerweise seht ihr mich ja immer nur in Minen darum tummeln. Was liegt denn hier? Schon. Hast du mich vorhin nicht aus Versehen getötet hast, kann das sein, dass du meine Eisenschaufel eingesammelt hast? Ja. Das Eisenschaufel ja hier. Ja, wir bauen halt heute diesen Bahnhof hier. Die anderen, also eine andere Gruppe, die ist dran, die Schienen zu bauen. Und wir bauen halt erstmal das Bahnhofsgebäude, also den Anfangspunkt von dem Ding hier. Und jetzt müssen wir erstmal den Boden hier ausheben, dass wir da auch einen schönen Boden reinhauen können. Und außerdem muss das ja eh wahrscheinlich tiefer gestapelt werden, weil die Schienen ja wohl unter Tage ankommen. Und wundert euch nicht, warum ich gerade mit Ruhe baue. Ich mache mal mein Zeug hier rein, damit ich nicht noch zu uns nach Hause laufen muss. Also die Truhe, die da steht, ist mein Zeug drin. Du kannst so. Hier vorne übrigens die Koppelwand zumachen. Kommen wir hier über diesen provisorischen Erdhügel erstmal rein. Da wird dann später noch eine Treppe oder so draufführen. Mal gucken. Wer hat denn hier den Weg zerstört? Ja, da, aha, bitte mach's nicht wieder zu. Hab gehört, das war der Dermix. Ja, ist ja auch richtig. Warum baut ihr hier dazu? Nee. können wir hier mal gerade ist noch eine Truhe? Ah, perfekt, dann kann ich das ist meine! Ja, packe ich auch mal ein paar Sachen rein. Gut, dann nehme ich mein wichtiges Zeug wieder mit. ich glaube, ich habe dir aber auch noch eine. Also mindestens mal eine Spitzhacke aus Versehen abgeholt. Als ich gekillt habe, Kühlequalle. Ich habe im Werkzeugkasten habe ich auch noch ein paar Spitzhacken und Schaufeln reingepackt. Also hier ist noch eine. Warte, ich gebe dir eine andere. Weil ich habe so viele Spitzhacken eigentlich nicht dabei. So, bitte schön. Boah, eine ganz frische, ey. Ja, wenn schon, denn schon. So, noch nicht mal angeleckt. Ganz und gar nicht. Warte, ich helfe hier mal. Soll das die komplette Grundfläche Holz wahrscheinlich, ne? Würde ich erstmal machen und dann müssen wir eh noch. Ich baue das jetzt erstmal komplett zu und dann können wir mal gucken, wo dann später die Eingänge quasi unten, also für den Untergrund sind. Mhm. Weil, wie gesagt, am Anfang kommt die Bahn ja eh untergrundmäßig, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Oh. Habe ich auch so gehört. Ja. So. Hä? Warum fliegt Basti Keks bei mir? Ja, passt schon. Kleiner Leck. What the fuck? Ein Wunder! Ja. Er kann fliegen! So. Kleiner Leck, ich bin nur am Cheaten. Ja. Ach, ich bin rausgeflogen. Ach, er hat den geil, ja, bist geflogen, auf jeden Fall irgendwie. So. Ja, sehr schön. Fertig. Rausgeflogen. Okay. So, Bahnhof steht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. so. Hier mal genau, mit Kies voll. Wir brauchen eigentlich so eine Art, hier so eine Art Tickethäuschen. Was für ein Häuschen? Ja, so ein Tickethäuschen, oder? Ach so. Das wäre doch ganz cool hier, so wo dann so eine. Wir machen. Ja, wo wir dann so einen Dorfbewohner einsperren. Mach doch lieber, dass die Tür ein bisschen zentraler, nicht so an der Ecke. Ja, das ja, war ja auch stimmt. Nur. Nee, ist ja. Nee, klar. Ja, der Kies ist da nur. Nee, ich hab das einfach nur gemacht. Weil er quasi. Ja, genau. Da wäre. Warte mal, hier oben. Mal hier so eine Treppe hin und hier machen wir dann Eingang. Oder halt tiefer. Ja. Keine Zulagen. Treppe haben wollen. Boah, wo wollen wir unbedingt eine Treppe? Aber mir egal, wir können auch eine Treppe machen. Denn hier, ey, ohne Scheiß, so. Ja, das hier sieht doch gut aus. Sieht nicht verkehrt aus. Ja. Die zwei Holzpfeile vorm Eingang, beziehungsweise neben dem Eingang. So, wird das zu so einem Tor oder was? Ja, stehen die einfach so da. Ja, okay. Könnte man die ja auch
Fuck, jetzt nimmt der normalen Stein. Warum machst du denn da? Ja, Mann. So. Das ist alles kaputt. Ich probiere das gerade mal mit den Stufen, wie das aussieht. Ich versuche gerade mal das Tor zu machen. Wunderschön. Aber eigentlich müssen wir noch einen höher gehen, damit wir dann vielleicht schon ein Stockwerk haben, weißt du? Meinst du mit dem Tor? Das war sowieso hässlich, ey. Also Stockwerk, Quatsch. Das Tor noch eins höher. Dann machen wir das doch mal. Würde ich, glaube ich, auch machen. Ich würde dann halt, also was ich auf jeden Fall noch machen würde, wäre quasi ab hier oben dann die erste Ebene machen. Ich mache das jetzt mal so testweise. So, einfach nur so, ab wann das geht, dass hier die erste Ebene anfängt. Oder? Boah. Das geht nicht. Da muss ich noch einen weiter vorne. Alter, was? Das geht nicht, du musst einen unten drunter setzen, dass das funktioniert. Also echt? Quasi so, wie ich das jetzt gerade mache. Weil sonst wird das falsch gebaut. So. So, wie sieht das jetzt dann aus? Dann ist hier die erste Ebene. Weiter weg. Guck mal, kann man das so lassen? Außer, dass einer zu viel ist, oder? Das ist noch ein Block zu viel. Hier, der hier, oder? Keine Ahnung. Das sehe ich jetzt nicht von hier oben. Ja, mach mal, da wo du stehst, da muss noch einer hin, glaube ich. Hier? Ja, genau, auf der anderen Seite dann auch. Ja, soll man das dann nicht so machen, dass man dann... Guck mal, dass man dann in der Mitte drei, also so macht. Boah, das sieht jetzt ganz anders aus. Nein. Ja, ja, ist gut. Ja, ich weiß ja nicht. Nee, ist doch gut. Kannst du auch wegmachen. Nein, nein. Wer hat mir denn jetzt meinen Erdturm weggemacht? Jetzt komme ich da nicht mehr runter. Scheiße. Ich sterbe. Warte mal, machen wir so eine Schicht Holz da drunter. So, zack. Während wir hier arbeiten und diesen wunderschönen Bahnhof errichten, arbeiten die anderen übrigens an einer anderen Stelle, an einem Bahnhof. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer alles. Dalukat, Fischkopf, wer noch? Weiß ich gar nicht. Genau. Ja. Und wir arbeiten an einer anderen Stelle. Machen leise. Anderen Bahnhof. So. Ach Mann. Warum dreht er den denn mit dem Kies los? Die anderen nicht. Hm? Alle haben keine Rechte, außer er. Was Rechte? Womit? Mit Recht. Willst du jetzt hier so eine Holzschicht hin machen? Irgendwie fände ich das cool, glaube ich, ja. So. Ach, hier soll gar kein Cabezon hin. Ne, ich würde so eine Holzschicht quasi, so, weißt du, dass das so ein durchgestrichener. Ja. Fuck. Genau. Ja, eben, das funktioniert nicht. Da muss, ja, muss von also oben muss machen. Man, ach so. Na gut, dann reißt das andere gerade wieder ab. So, dann hier. Dann das. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und jetzt habe ich kein Holz mehr. Noch ein. Aber jetzt kann ich hier zumindest schon mal, was ich auffüllen kann, schon mal das hier mit Cobblestone auffüllen. Ist das hier schon ein Rahmen hier außenrum? Okay. Scheiße. Ach, fuck. Fuck it! So. Das sieht doch schon mal schick aus. Und dann hier überall zu mit Cobblestone. Ja, da kommen dann noch Fenster und sowas rein, das machen wir aber später dann. Ja, man macht es jetzt erstmal zu. Ja, genau. Ihr müsst euch schon entscheiden, wie rum ihr die... Ah ja, da. Na ja, gut. Toll.
So, noch eine Reihe Stein. Shit. Ich frage mich aber, ob wir die Holzsäulen quasi komplett hochgehen lassen sollen. Ich bin mir nicht genau sicher. Was meinst du? Ja, ob wir die Holzsäulen komplett hochgehen lassen sollen. Hier in der Mitte, die auch, also dass die halt, weißt du, dass die hier komplett hochgehen. Aber wir bauen jetzt erstmal, das ist ja erstmal der Grundboden hier. Also den bauen wir jetzt erstmal aus Holz. So, das heißt hier unten ist ja schon, hier unten drunter ist ja schon quasi, müssen das quasi alles nochmal hier, das Holz quasi alles nochmal abbauen, was hier unten drunter ist, weil wir müssen ja hier unten in die Tiefe bauen noch ein Stückchen. Müssen noch so einen Tunnel schaffen, damit da die Bahn ankommen kann. Ach. Der Daumen for Life guckt auch mal zu. Ich baue hier unten schon mal Fackeln hin, sonst siehst du nämlich gleich nichts mehr, wenn oben zu ist. Das wäre dann zwar durchaus witzig, aber naja. Lassen wir mal. So. Jetzt haben wir, glaube ich, zwei... Nee. Ja, ist doch selber Holz. Tetris! Super. So, ich baue das Holz hier unten nochmal ab, weil das kann hilft immer. Das können wir nicht mehr gebrauchen. Ja, ich baue hier schon mal komplett zu mit Holz. Ja, vergrab uns ruhig. Ja. Buried alive. Mist. Two blocks under. So. Gut, dass ich vier Äxte dabei habe. Der Mix in deinem Inventar. Was? Ja. Ach so, Fleisch, glaube ich. Hat mir, glaube ich, wieder Fleisch gegeben. Sehr geil. Jetzt kommt Down for Life nicht mehr heraus. Na gut, will er auch noch irgendwie hinkriegen. Ah ja, jetzt macht das. Und tschüss. Vielleicht hilft er uns gleich noch. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Ja. Jetzt fehlt mir ein einziger Holzblock. Ja, wir haben unten ja noch voll viel abgebaut. Ja, ist schon klar. Ich komme mal zu euch. Hui. Wir haben das ja eben fälschlicherweise, weil ich nicht genau wusste, dass wir eine Ebene höher anfangen. Aber ist geiler eigentlich, hat man so eine Treppe, die nach oben geht. Das, also bei uns in Bonn zum Beispiel, das ist ja auch im Bahnhofsgebäude, ist direkt so eine äußere große Treppe, wo man dann eben in diese Haupthalle reinkommt. Das ist immer so ein bisschen, ja, momentaler. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wo wir denn, also jetzt von hier unten können wir das eigentlich auch schon mal planen, wo wir denn ungefähr quasi anfangen, wie die erste Treppe runter, oder wir brauchen eigentlich nur eine Treppe, die runter geht zu den Bahnen, oder? Ja. Ja. Also müssen von einer Seite aus, müssen wir so eine Art Treppe machen. Wo sollen wir das machen? Das ist eigentlich wurscht, entweder links oder rechts. Im Prinzip ist ja egal. Oder wir machen so zwei Treppen, die runtergehen und dann führen die in der Mitte so zusammen. Aber so eine links, eine rechts. Ja, aber da hat man so wenig Platz, weiß aber sonst keine Rezeption mehr drin. Es ist so wenig, weißt du, so wenig kreativ in dem Sinne. Ich weiß nicht, mir ist das egal. Wir können auch einfach zwei Treppen bauen, aber. Naja gut, sag mal, die Treppen machst du zwei Stufen breit. Dann hast du hier zwei, ja. Oder sagen wir mal hier zwei. Dann hast du ja in der Mitte noch super viel Platz für Rezeption und sonstigen Kram. Ja, mir egal. Dann guck also mal, wie ihr euch das vorstellt. Hm? Ja, ja. Wir können es ja mal probieren und dann gucken wir weiter. Ich baue uns hier mal gerade nach draußen. Scheiße. wie bist du jetzt rausgekommen? Du Schlingel. Nee, hier kann ich nicht raus, dann mach ich alles kaputt. Ach komm. Jetzt so ein Obsidian-Block da hinstellen. So. So. Jetzt haben wir das hier oben. Ja,
Mist, ich wollte unter die abbauen. Also, ja. wo meint ihr jetzt mit den Treppen? Also hier, dass wir hier die Treppen anfangen? Also hier geht eine runter, auf der anderen Seite auch? Ja. Aber ich hätte gedacht irgendwie vorher schon, dass die Treppe quasi in der Mitte vom Raum anfängt, hier so. Also da... Ja, aber wo hast du denn noch Platz für irgendwas dann? Ja, hier in der Mitte. Weißt du nicht? Weiß ich nicht. Und dann hier nochmal. Hat einer von euch schon gebranntes Stein? Gebrannten Stein? Ja. Ja, aber ich glaube, haben wir nicht Kiste dabei. Aber in der, ich habe in der Kiste was deponiert, oder mal. Weil daraus könnte man dann, Stein, da ist es. Stone, wie heißen die? Stonebricks machen. Könnte man dann oben verwenden, das ein bisschen ordentlicher aussieht. Kannst du das machen, oder was? Willst du das machen? Hier. Ja, gib mal her. Warte mal, kann ich einfach alle aus dem Inventar ziehen, warte. Zack. Zack. Mal kurz gucken. Ich baue dann erstmal hier so einen Ofen hin. Ja, aber guck mal, meinst du nicht, dann hätten wir noch genug Platz? In der Mitte kann man ja noch setzen, was man will. Ja, bau doch einfach mal. Sieht naja scheiße aus, egal. Hallo. 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 Wie geht's, wie steht's? Nee, ich bin gerade am Rendern. Ich weiß nicht. Bestimmt sehr ruckelig dann. Kann nicht. Baut ihr gerade die Taverne oder? Hallo! Nee, wir machen einen Bahnhof. Alter! Du bist so ein Arschloch, ey. Jetzt haben wir keine Stufen, egal, ich mach's einfach so. Ich hab Stufen, warte. Ja, dann schmeiß mal runter, ja. Nur eine oder was? Nein. Ich dachte, ich bin großzügig. Ja. Ah, okay. So. Alter. Oh Mann, ich komme hier durcheinander mit meinem ganzen Holz. Winter, so. Wenn wir hier sagen, könnten wir doch hier einfach so ein Fensterchen machen, dann ist hier die Rezeption. Aber wir könnten ja die Rezeption auch irgendwie so mit so irgendwie. Ich glaube, das reicht dann hier eine Zaun komplette oder so. Halle. Ist. Zaun, dass das hier so ein abgegrenzter Bereich ist, aber man trotzdem noch durchgucken kann, weißt du, wenn hier jemand hintersteht und so. Ja, ich finde es aber gar nicht. Rezeption brauchen wir nicht. Das ist ja nur eine Kartstation. Du brauchst jetzt hier nicht Bahnalltag zu simulieren. Wir brauchen ja eigentlich nur eine Abfahrt- und Ankunftsgleis. Guck mal, da will der schon wieder die Kreativität im Keim ersticken. Das soll mal ein Webdesigner sein. Nee, hier, nee. Geh raus. Ich brauche von mir jetzt, aber das ist. Nein, Mann, ist doch ein Witz, ey. Entspann dich mal. So. So, geht's hier los? Ich bin komplett. Ja, aber dann können wir die Treppen auch ein bisschen opulenter bauen nach unten. Dann musst du halt nicht so killifick an der Seite machen. Weißt du, was ich meine? Machst du übrigens falsch, danke. Basti? Was mach ich? Ach Basti? So. Das ist falsch. So ist halt falsch. Wir machen eigentlich, habe ich das immer so gemacht, dass so, weißt du? So, hä, warum? Weißt du? Ja. Ja, aber dass das so von dann oben ist. Dann ja die kahle Stelle. Irgendwie fand ich das cool. Aber ich dachte, ach, was wolltest du denn jetzt da machen? Da oben kommt das Dach drauf. So. Aber die Halle, die muss ja ein bisschen höher sein als nur drei Blöcke. Von daher dachte ich mir, baue ich jetzt hier am Rand so ein Holzkäfig erstmal. Nee, ist ja gut. Dann mach die doch wenigstens drei breit, Leute. Dann sieht das nicht so ganz pickele, so klein. Können wir noch machen? Ich mach das mal gerade drei breit. Alter. Nur meckern, ne? Was? Gibt's jetzt Schlägerei oder was hier? Ich bin gleich schon wieder tot. Gut, dass du gesagt hast, ich hätte jetzt übel eine übergebraten. Wieder gestorben, das wäre suboptimal gewesen. So. Habe ich jetzt genug Holz, wenn das drei breit ist? Wahrscheinlich nicht. Doch, okay. So. Ja, hier geht es andersrum.